Nikolaus Belakovic von der ÖVP ist als nächster Redner an der Reihe. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Herr Staatssekretär, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin, Sie geheimsen hier in den Masterplan für den ländlichen Raum etwas hinein, was er nicht ist. Ein allumfassendes, Österreich sanierendes Konzept, das ist es ja nicht. Es ist ein Masterplan für den ländlichen Raum und Sie müssen schon fair sein, wenn Sie hier schwerste Vorwürfe machen und dann aber bei den Dingen, die den Masterplan umsetzen, nicht mitstimmen. Die Senkung der Umsatzsteuer beim Tourismus ist zum Beispiel ein Teil dieses Masterplans, um den Tourismus im ländlichen Raum zu öffnen. Da haben Sie dagegen gestimmt. Die Einführung des Familienbonus ist eine Unterstützung für Familien auch im ländlichen Raum. Waren Sie auch nicht unbedingt dafür? Also ich meine, bitte fair und gerecht bleiben bei diesen Dingen. Und im Übrigen ist meine Information, weil Sie beklagt haben, dass der Masterplan hier im Parlament nicht behandelt wurde, dass die SPÖ keinen Anlass dazu gesehen hat, den Masterplan hier zu diskutieren. Also bitte fair sein in der Argumentation. Nicht vor einem Jahr so reden und heute anders. Das ist nicht okay. Vor allem die Umsetzung des Masterplans ist der entscheidende Punkt. Wenn einzelne Maßnahmen hier diskutiert werden, die eben den ländlichen Raum stärken sollen, und so sehen wir das. Und in diesem Sinne ist bei der Budgetdebatte zum Landwirtschaftsbereich die wirklich gute Nachricht, dass die Programme der ländlichen Entwicklung ausfinanziert werden. Und ich weiß, wie das in der Vergangenheit war, das Landwirtschafts- und Umweltressort war immer damit auch konfrontiert, Kürzungen vorzunehmen. Und das, was uns gelungen ist, ist auch der Bundesministerin, liebe Elli, dir auch gelungen, nämlich, dass diese Programme ausfinanziert werden, trotz Sparzwang. Und dazu gratuliere ich, weil das ist eine große Leistung, die dir gelungen ist. Alles Gute. Denn es ist auch nur fair. Denn was sind es zum Beispiel für Programme? Die Bauern gehen Verpflichtungen im Umweltprogramm ein. Auch die Biobauern. Und erwarten sich, dass der Staat diese Leistungen auch abgilt. Und wenn dann plötzlich im Lauf der Periode eingegriffen wird und gekürzt wird, dann ist das nicht fair. Also ist es nur fair, wenn der Staat sagt, ja, wir finanzieren die Programme, das Umweltprogramm, das Bergbauernprogramm, das LEADER-Programm für den ländlichen Raum, das ja auch anderen Sektoren zugutekommt. Das ist ein wichtiger Schritt und insofern, Frau Kollegin Doppelbauer, haben Sie sicher widersprochen. Sie sagen, die Landwirtschaft hat einen Status quo, es ändert sich nicht viel und haben aber gleichzeitig gesagt, dass es einer der innovativsten Bereiche ist. Faktum ist, ohne diese Programme, zum Beispiel auch Umwelt-Bio-Programm, hätten wir nicht eine dermaßen starke Biolandwirtschaft in Österreich und die Agrarexporte steigen sogar und einer der innovativsten Sektoren ist es, die wir haben. Wir werden ja in ganz Europa gelobt für unseren Weg im Agrarbereich, der ökologisch nachhaltig ist, ja, Bio ist, aber auch die konventionellen Wirtschaften nachhaltig. Und wir haben das, und Sie dürfen auch nicht hier propagieren, dass wir mengensteigernde Förderungen haben. Das haben wir schon längst abgeschafft. Das, was wir tun im Agrarbereich und jetzt auch fortsetzen, ist, wenn eine Bäuerin, ein Bauer mehr für die Umwelt tut, bekommt sie mehr. Einen ökologischen Leistungslohn. Wenn ein Bauer nichts für die Umwelt tut, bekommt er genau gar nichts. Dass ein Biobauer mehr bekommt an Unterstützung, ist klar. Aber das soll ja die Motivation sein und Sie können auch diese Programme überprüfen. Wir können den Beweis in Europa standhalten und gleichzeitig auch Märkte bedienen. Aber dass natürlich die Bruttowertschöpfung unter Umständen sinkt, wenn ich ein Frostjahr habe und es eben die Weinbauern nicht beliefern können oder der Milchpreis sinkt und damit die Bruttowertschöpfung auch sinkt, ist klar. Deswegen haben ja wir Versicherungssysteme ausgebaut, die zum Beispiel die Bauern auch vor den Entwicklungen im Klimabereich schützen sollen, eben Ausgleiche schaffen sollen. Also in diesem Sinne ist hier viel zu tun und ein wichtiger Punkt, dass hier diese Programme ausfinanziert werden. Und abschließend, es ist gut, dass sich die Ministerin jetzt auch diesem Thema widmet, der unlauteren Handelspraktiken. Auch die Europäische Union macht das. Es muss die Rolle der Bauern, auch der kleinen Bauern und auch der gewerblichen Lebensmittelerzeuger gestärkt werden in der Marktposition gegenüber den großen Handelsketten. Weil die drohen, unter die Räder zu kommen. Andi, ideologischer Reflex. Die großen Supermärkte, die eine derartige Marktposition haben, dass unlautere Handelspraktiken da sind und auf der Strecke bleiben die kleinen gewerblichen Fleischhauer, Bäcker, aber auch der Landwirtschaftssektor. Das soll gestärkt werden. Wir unterstützen das, weil das soll auch Einkommen sichern im Agrarsektor, das auch den kleinen Bauern zugutekommt. Dankeschön. Sagt Nikolaus Belakovic von der ÖVP.